Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Funko Fusion. Wir sind hier anscheinend wieder in Paprika-Stadt im Level, was ich ein bisschen komisch finde, aber das passt ganz gut, weil dann können wir die Charaktere nochmal wechseln, beziehungsweise mal angucken. Und man kann anscheinend, also erstmal steht da Confirm, man kann anscheinend unterschiedliche Skins auswählen, hat mir Michael erzählt. Ich bin nur nicht sicher, wo die sind. Varianten, so geht das, okay. Reisender, ich muss sie erst ausfinden, dann kann ich das machen. Okay, das bleibt gleich. Mal gucken, was mich schon hat. Hat eine Schrotflinte und ihr Katana. Und ich denke mal ein Dash. Ja. Genau, dann kann man das nämlich so machen. Ich wollte aber gar nicht mich schon haben. Ich wollte nur gucken, wie das funktioniert. Haben die auch was? Oh ja, cool. Blaues Team einfach, also einfach die Nummer anders. Da gucken wir noch bei den hier. Varianten anzeigen. Okay, die kann ich kaufen. Schwarz-Weiß, Chrom-Orange. Okay, die sind jetzt alle nicht so. Gab es noch mehr? Ne, 25.000, 15.000. Was hat Scott Pilgrim denn? Neger-Scott. Neger-Scott-Mantel. Scott Pilgrim, okay, das haben wir. Und dann haben wir noch klassisch. Und wo ist der Unterschied? Okay, der eine hat Plumtree auf dem T-Shirt stehen und der andere hat einen Stern. Okay, aber ich würde sagen, wir nehmen den erstmal. Die Variante können wir mal kaufen, aber jetzt sehe ich es gerade nicht. Wir gehen erstmal das Level wieder rein. Aber ich wollte halt gerade das einmal angucken, weil Micha mir das halt erzählt hat. Und ich dachte, ich mache es nächstes Mal, wenn ich im Level in der Fabrik bin, aber ich bin es anscheinend jetzt anstatt im Level, was mich so ein bisschen wundert. Ist man das immer? Kann auch sein. Können wir skippen? Nee, natürlich nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das vorbei ist. Das ging schnell zu erwarten. Wir sind jetzt wieder hier. In dem Raum hier. Wo wir vorher auch schon waren. Ich glaube, hier haben wir die Sachen gehauen. Das war's dann. Wir können hier jetzt nämlich rausgehen. Und gucken da mal, was hier schon gibt. Rattengräuel. Besiege die vier Hipster-Tussen. Okay. Okay, von hier aus kann ich nicht treffen. Au. Bonjour. Bin ich gerade ein bisschen lost? Ich dachte, ich soll die zerschießen. Da gibt's Feuer. Was mit dir? Überlasse einen Verstärker mit einer Gitarre im Höhenmodus. Das ist ein Höhenmodus. Um einen Schallschlag zu erzeugen, mit dem du das Glas schmeißen kannst. Ah, cool. I guess. Wahrscheinlich soll ich das hier machen. Okay, ich kriege hier ein Ventil. Und wo soll ich das hinpacken? Au. Au. Hallo, Freunde. Was heißt da denn? Hier vielleicht? Hoch vielleicht. Das könnte sein. Hier ist einfach Schalter. Au. Aha. Ah, wer hat denn hier ein Fensterplatz hier? Vielleicht bekommst du es mit einem Verstärker kaputt. Okay, wahrscheinlich können wir das Verstärker bauen. Das ändert aber noch nichts daran, der Tatsache, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Teil, was ich habe. Die können hier einfach mitnehmen, ne? Wahrscheinlich kann ich das hier alles mit Verstärkern bearbeiten. Ich habe nur keine. Aber dafür brauche ich 7 Rucksäcke, natürlich. Das können wir uns tatsächlich sogar leisten. Was kriegen wir denn hier Schönes raus? Moment, den will ich eigentlich nutzen. Eigentlich will ich das hier haben. Ich HP heilen. Aber ich kann mich einfach jetzt schon heilen, ne? Obwohl, hier kriege ich auch noch eins raus. Okay, die kann wieder kaputt machen. Schon mal gut. Da brauche ich irgendwas für, was ich nicht habe. So, Moment mal, erstmal den hier mitnehmen. Ich hätte irgendwie erwartet, dass ich was mit dem Feuer mache, also das Feuer ausmachen muss. Wo ist denn der Automat? Ist gar keiner. Ja, hilft mir jetzt gerade nicht so viel weiter, weil ich gar nicht hinkomme. Die kann ich theoretisch schon aktivieren. 1, 2, 3 sehe ich schon mal.
Okay, die kann ich tatsächlich besiegen. Gut zu wissen. Ist ja die Frage, wie ich da hochkomme. Ah, mit dem Sprungding, ne? Genau, muss ich erstmal bauen für. Kann ich die vielleicht doch schon besiegen? Ich muss einfach nur da hoch, hoch. Oh. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich kriege auch, aber ich krieg gar keinen auch. So. Kann ich dich denn hier zerschießen von der Nähe aus? Kannst du mal irgendwie stehen bleiben, dass ich auch treffen kann? Ich muss sagen, das Treffen ist gerade nicht so gut. Okay, die kann ich nicht treffen. Okay, die kann ich auch besiegen, indem ich da durchschieße. Aber Feuerdame ist anscheinend komplett egal. Ah. Okay. Dann habe ich jetzt nicht so die Ahnung, was ich gerade tun soll. Was mit euch? Durch einen Treffer kannst du jeden Verstärker von Bass auf Höhenmaus umschalten. Okay. Nice, I guess. Okay, du lebst auch wieder. Das ist doof. Also ich kann dir auf jeden Fall stunnen. Ihr sagt mir jetzt eigentlich so viel. Aber ich habe keinen Verstärker, das ist mein Problem. Und die Türen kann ich wahrscheinlich mit dem Verstärker einschlagen. Wo, ich kann einfach so machen. Ah, okay, die kann ich einfach so aufmachen. Gut zu wissen. Ah, okay, ich glaube, ich muss die kaputt klappen noch, oder? Also steigt irgendwie nicht an. Meine Fresse, jetzt haut doch mal ab hier. Ich will hier durch. Okay, jetzt kann ich noch weiter drauf kloppen. Jetzt ist hier auch schon rot. Und hier brauche ich auch das Ventil. Au. Und hier kann ich auch rein. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Das ist so gefühlt Rick Grimes. Überlasse die Verstärker mit einer Gitarre im Bassmodus. Um eine Schallbrücke zu erzeugen, mit der du dich der Lücken machen kannst. Was zur Hölle ist das schon wieder alles? Vorsicht, du kommst da nicht rüber, solange die Hipster-Pussy dich beschießt. Okay. Okay, die soll ich wahrscheinlich zerstören, ja. Beschieß sie doch selber ein bisschen, dann verliert sie die Balance. Okay. Ja, ich weiß, danke, ich möchte nicht mit dir reden, ich möchte das Geld haben. Das ist fast richtig. Na, das wollte ich haben. Okay, das soll ich mal. Ah, okay, den sehe ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ach, vielleicht muss ich das Gitter darunter machen, dann kann ich da wie reingehen. Okay. Mittlerweile verstehe ich so ein bisschen, was ich machen kann. Und ich weiß auch, dass ich blaue Sachen zerstören kann mit meiner Gitarre. Das war mir vorher nicht so klar. Und hier ist ein Fossil. Random. Das hätte ich übersehen. Da ist noch ein Rucksack, den ich gerne zerschießen würde. Kannst du mich in Ruhe lassen? Renne schon wieder. Darf ich das mal zerstören hier? Meine Güte, war das nervig zu zerstören. Wo ist denn mein Ventil? Habe ich das hier oben noch? Hier ist ein Rucksack. Gut, dass ich vorher so viel, ja, mir anguckt habe. Das Ventil, wo war denn das zu finden? Das kam auch aus der Kiste da hinten, ne? Meine ja. Okay, hier ist auch so ein Teil, das ist cool. Wahrscheinlich muss ich erstmal den Strom ausmachen. Ja, okay. Ich sehe, dass da Sachen sind, aber ich kann sie nicht benutzen. Bisher noch ganz schön verwirrend alles, muss ich leider sagen. Das haben wir schon wieder hinbekommen. Au, natürlich bin ich direkt in den reingesprungen. Okay, komm dich hier hoch? Ist ja nicht, das ist schon mal gut. Ne, soll ich das noch anbauen? Okay, ich glaube, ich muss da drin Musik spielen, was passiert.
Okay, einfach ganz halt Spam. Ah, natürlich werde ich runtergedrückt. Das ist ja super. Okay, nur einer bleibt davon immer leben. Ist auch in Ordnung. Okay, hier ist eine Kiste hinter. Auch nicht schlecht. Silberkorn gesammelt. Die ersten Level hier. Ist hier noch was? Nö, ich hätte gedacht, vielleicht ein Rucksack. Nach den Rucksack gucken wir später nochmal, wenn wir hier dann erstmal die ganzen Gegner besiegt haben. Okay, so funktioniert es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es irgendwas hilft, wenn wir dann noch nebenbei spielen. Mit der Gitarre, aber wir können sie auf jeden Fall kaputt klappen. Okay. Die ist weg. Wir können uns hier schon heilen, bringt noch nicht so viel. Okay, jetzt habe ich den vierten gefunden. Jetzt mal gucken, wie viel Zeit wir dafür haben. Keine Ahnung, wo die Kiste ist, muss ich sagen. Oh. Habe ich es geschafft? Ich glaube ja. Moment, hier war das nicht. Ne, stimmt. Oder unten. Ja, schmeiß doch. Eigentlich wollte ich es nur runterschmeißen, aber Spiel wollte nicht. Oh. Okay, ich habe das häufig noch trotzdem kaputt gemacht. Verstärker-Prototyp. 1 von 3. 2 von 3 haben wir auch schon gesehen. Aua. Bei der sollte ich mich auf jeden Fall heilen. Wenn die denn was spawnen. Ich finde es so echt nervig, dass man nicht an der vorbeilaufen kann. So, heil haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir KFC-Bucket. Au. Ach, hier brauchen wir eine Zugangskarte, die wir nicht haben. Dann brauchen wir die Kiste hier. Dass hier durch den Gegner gespawnt werden, gefällt mir auch nicht so gut. Au. Dass man mich wehren kann, während ich hier das in der Hand halte, ist auch echt nervig. Okay, der stirbt hier auch wegen Wasser? Ja, das ist lustig. So, dann haben wir da das nächste Verstärkerteil. Okay, da treffe ich den halt erstmal gar nicht. Auch gut. Da wäre noch ein Getränk, was wir gerade nicht brauchen. Und da unten haben wir noch was zum Aufmachen, eine Kiste. Bin ich gerade auch noch so ein. Hier ist auch noch so ein Rucksack. Da unten war noch welche auf jeden Fall. Und ich muss hier hinten hin. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Also das ganze Level überfordert mich ein bisschen, weil ich die ganze Zeit auf Zack sein muss, damit ich nicht gleich gefressen habe oder irgendwas. Dann sollst du hier keine Sicherung hier drin bekommen. Das wäre doof. Weil die Sicherung könnte vielleicht auch so ein Teil sein, was man bauen muss. So, Verstärker freigeschaltet. Also gut, dass du direkt das erste, was man machen muss. Sprungplatte, Batterie und Verstärker. Verstärker ist gratis. Achso, okay. Die Fliegen ist das gar nicht. Das sind die Geisterfrauen. Mit denen müssen wir das nach oben bringen. Komm her. Blödes Mystery. Frag mich, ob ich da irgendwie hoch kann. Mit der Sprungplatte und den Schaltern betätigen kann. Hast du was richtig platziert? Ah, okay, ich muss gegenschlagen, soll ich verstehen. Dann kann ich da einfach gegenschießen. Okay, eben kaputt gemacht, das ist nicht so cool. Okay, wie sind die Fights gegen die ziemlich blöd? Das Einzige, was nervt, ist halt, dass sie von oben mit den Feuerbällen schießt. Schnappt ihr einen Funköffner? Okay, hast du jetzt auch auf, Sachen zu machen?
Nein? Warum auch? Ja, das hätten die wirklich mal rauslassen können, dass dir die ganze Zeit weitergemacht wird. Au. Oh Gott, Alter, das ist ja echt nervig hier. Ja, und jetzt bin ich jetzt tot? Nicht ganz, auf jeden Fall. Also, soll ich das Level jetzt so machen, dass die ganze Zeit mir Leute hinterherlaufen, dass ich mich nicht richtig wehren kann und nicht entspannt diese ganzen Sachen machen soll? Okay, hier war nichts zum Heilen. Gut. Das Heilen war nämlich hier auf der anderen Seite. Ich hoffe, die kommen nicht mit. Nö. Ich würde nämlich gerne diese Kiste da hinten aufmachen. Und da habe ich noch eine Krone. Ach, da war die Krone, okay. Ihr wollt hier bitte noch mehr spawnen. Sind noch nicht genug. Meine Güte. Was ist denn hier los? Also das ist wirklich ein schlechtes Level. Das macht gar keinen Spaß. Die ganze Zeit von diesen Leuten hier angegriffen werden. Selbst wenn man das Level schon quasi geschafft hat. Vielleicht wenn ich den Funkaufnahme benutze, dass ich dann weiter kann. Dass das Dieren aufhört zu spawnen. Das wäre super. Weil ich muss ja im Endeffekt nur die... Okay, jetzt muss ich die besiegen. Okay, ah, okay, gut, alles gut, wir müssen jetzt hier hin. Ich würde sagen, wir heilen uns vorher nochmal voll. Okay, irgendeine komische Hit-Kombo? Warum auch nicht? K.O. Okay. Ich hoffe, das Level ist jetzt nicht vorbei. Besiege Matthew Patel, habe ich gemacht, Spiel? Also ich muss mit ihm reden. Okay, dann kann ich mich erstmal entspannt umgucken, bevor ich dann die Goldkrone gleich noch sammle. Gott, also das ist wirklich ein nerviges Level gewesen bis hierhin. Was mit dir? Wir brauchen noch die Foxo-Parts. Wir können die Batterie chargen auf jeden Fall. Ich habe noch nicht einen Ort gesehen, wo ein rein muss. Da oben muss eine Sicherung rein, das ist ja keine Batterie. Da ist noch ein Rucksack. Da fehlt hier nur ein Rucksack. Das Level ist zum Glück relativ klein. Das gefällt mir gut. Dann gibt es hier noch Quatsch drin. Möchte ich immer gerne mit. Was mit dir? Anscheinend nicht. So, da ist Strom drauf. Da müsste ich das für wegmachen. Und da sind Foxo-Parts. Gut. Wahrscheinlich geht das dann mit irgendwelchen Charakteren, die irgendeine Kraft haben. Also ich würde sagen, ich stehe nicht so bereit, dass ich das machen könnte. Und da ist der letzte Rucksack. Soll ich die Tür einfach aufmachen? Ne. Muss jetzt nicht reinspielen. Das funktioniert ja gut. Ich habe gerade die Tür gestartet. Also ich kann die Tür kaputt machen oder was? Irgendwie so halb. Aber das gewollt ist, weiß ich nicht. So, keine Ahnung, was man damit jetzt macht. Wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwas anderes. Das dürfen wir jetzt auch machen. Die nächste Silberkrone. Okay, da ist einfach nur ein Blutfleck. Hier ist sonst nichts. Ich weiß nicht, was wir sonst offen hatten. Also da unten brauchen wir noch irgendwie irgendwas. Reden wir erstmal mit Matthew Patel. Hallo. Das ist unmöglich. Wie kann das sein? 1000. Okay, jetzt kriegen wir so ein Coin-Ding und das brauchen wir unten für. Verständlich. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe bisher, wie wir denn andere Charaktere innerhalb der Level benutzen können da. Also wir haben jetzt ja die Story aktuell. Bin die Krone, schnapp sie dir. Okay. Nicht da, oder? Ne, hier bräuchte ich jetzt zum Beispiel Feuer oder Gas oder sowas. Das habe ich ja nicht, dafür bräuchte ich The Thing. Zum Beispiel, da kann man die nämlich bauen, die Gaskanister. Aber ich verstehe es nicht, wenn ich jetzt hier jemand auf The Thing benutzen müsste, wie würde ich das denn anstellen? Also, ich wähle ich den dann direkt aus, aber wenn ich dann was anderes machen muss, bei 45 Minuten auffüllen.
Okay, das heißt, Sicherung bräuchten wir da, also für das Wunderwaffending brauchen wir die Sicherung und Feuer bräuchten wir für, ja, das Getränkeding. Kann also sein, dass wir das Getränk nicht direkt bekommen. Okay, Poppet ist der Laden. Dann haben wir hier noch so eine Lagerhalle. Wir gucken hier grob mal rein. Okay, hier sind einfach nur die anderen Charaktere. Knives, ciao. Steven Stills oder sowas. Was bist du? Das verstehe ich schon. Also das muss ja irgendwie was zu tun haben mit irgendwelchen Fähigkeiten. Weil das habe ich ja schon mal beim Jurassic Park gesehen. Das ist ein Portal, genau. Und da verstehe ich, was da zu tun ist. Kann ich da was machen? Okay, die kann ich da rausnehmen. Also die kann ich da reinsetzen, glaube ich, oder? Kann ich den so reinsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Ist auch erstmal egal. Ich würde sagen, wir begeben es erstmal zur Krone und dann beenden wir das Level. Dann haben wir es nämlich in diesem Part geschafft. Verziehen wir dann ein bisschen. Aber bisher verstehe ich das Pacing von dem Level noch nicht so ganz. Okay. Vorne. Ein bisschen Geld gesammelt. Also wenn wir halt nicht die, diese Geldkrone da einsetzen müssen und trotzdem das Level normal machen, kriegen wir schon eine ganze Menge Geld immer. Weil es waren jetzt allein schon 45.000 und im letzten Jurassic World Level waren es glaube ich 120.000 oder sowas. Also da kann man Geld farmen. Genau, es fehlen drei Kronen. Die eine war in dem Lager. Eben gerade am Ende. Die eine war in der Toilette mit dem Strom. Und die dritte habe ich jetzt spontan nicht gesehen. Also wüsste ich gerade nicht, wo die war. Genau, wir haben die Foxo-Parts und wir den Bernstein. Würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.